Der Sünder zieht das Gummi so lange, bis es ihm um die Ohren fliegt. Und dann beschwert er sich bei Gott, wie der das denn zulassen kann. So leben viele Menschen. Weißt du, Gott gibt uns in seinem Wort eine Fülle von Anordnungen und Vorgaben, wie wir gut und weise zu leben haben. Und wie unser Leben auch in Jahrzehnten noch gut und vernünftig aussehen wird. Und wenn wir uns ganz leichtfertig darüber hinwegsetzen, dann werden wir die Konsequenzen zu tragen haben. Und wir dürfen nicht irgendwann zu Gott gehen und sagen, wie kannst du das denn zulassen? Wenn wir uns nicht an seine Maßstäbe und seine Ratschläge halten, dann müssen wir die Konsequenzen unseres nicht gottwohlgefälligen, unordentlichen Lebensstils irgendwann selber einmal ausbügeln. Das ist so wie das Kind, was auf die heiße Herdplatte fasst. Du sagst ihm, tu es nicht. Aber wenn es meint, es will es trotzdem tun, dann wird es die Konsequenzen tragen müssen. Und es kann nicht die Mutter oder wen dafür beschuldigen, dass es jetzt Schmerzen hat, denn es ist gewarnt worden. Man hat ihm gesagt, tu es nicht. Und so ist auch die Bibel. Er sagt, tu dies nicht, mach aber dafür jenes und so weiter. Im Sinne einer Lebensregel, im Sinne von Maßstäben Gottes, wie er sagt, mach so und du wirst gesegnet durchs Leben kommen. Viele Christen meinen leider, dass sie sich daran nicht zu halten brauchen. Und sie leben in einem unordentlichen Lebensstil, in einem unordentlichen Umfeld. Schau, wir haben bei Gottes Haus in letzter Zeit mehrfach Kontakt gehabt zu Menschen, die in große Not gekommen waren, aufgrund folgendes Problems. Sie hatten über Jahre, sogar teilweise über Jahrzehnte mit jemandem zusammengelebt und irgendwann einmal ist er einfach weggegangen. Das ist eben die Möglichkeit, die dann, wenn man nicht verheiratet ist, in so einer Beziehung drin ist. Man kann einfach gehen, das kann jederzeit aufhören. Und auf einmal standen diese Personen vor einem Scherbenhaufen, waren in keiner Weise finanziell abgesichert, kamen in größte Bedrängnis. Und dann zu Gott zu kommen und ihn anzuklagen, zu sagen, wie kannst du mir das antun, ist nicht sehr weise. Das ist ziemlich töricht. Wir müssen darauf achten, dass unser Leben gemäß den Maßstäben Gottes vonstatten geht, dass wir seine Maßstäbe ernst nehmen. Das ist das Beste, was wir tun können für unser Leben. Es wird zum großen Segen für uns werden, auch in der Zukunft. Weißt du, Gott sagt zu Josua einen super Satz. Er sagt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das ist eine Verheißung, die darauf liegt, dass wir unser Handeln nach dem Wort Gottes ausrichten. Das heißt, du wirst zum Ziel gelangen auf deinem Weg und du wirst Erfolg haben. Es ist nicht dumm, die Maßstäbe der Bibel für sein Leben anzunehmen und zu akzeptieren, aber es ist dumm, sich meinen, einfach darüber hinwegsetzen zu können. Ich lade dich ein, dass du die Bibel und die Maßstäbe und die Ratschläge Gottes wirklich ernst nimmst und in dein Leben überträgst. Und du wirst feststellen, Gott hat viel, viel mehr für dich.